Auf. Das hat zum Glück nicht wehgetan. Oh, das können wir nicht knacken. Dafür bräuchten wir 8 Mechanik und 9 Dietriche. Ja. Wie viel Mechanik habe ich denn? 7. I'll get it open. Das heißt, wenn ich da rein will, muss ich den Schlüssel finden. Okay, die Falle ging definitiv falsch. Was auch immer das für Fallen sind, sie machen keinen Schaden, aber das kostet mich jetzt Erfahrungspunkte. Ah, eine Patrouille. Gott, kann Fenris böse knurren. Ja. Morgrins Feuer cast light in dark places. Genau, eine Falle. Du konntest die Falle nicht entschärfen. Okay, diese Fallen kann man wohl nicht entschärfen. Wow. Oh, du siehst ein Tempelfanatiker. Okay, du siehst ein bisschen böse aus. Weg mit dem Tempelfanatiker erstmal. Verstandbrecher. Ein Verstandbrecher mit einer Knarre. Noch ein Fanatiker, ja. Okay. Wechselt sie. Oh, wir sind sogar schon auf dem besten Wege ins nächste Level. Oh, wir sind nur Level 8, nicht Level 9. Okay, da habe ich mich voll vertan. Sure. So. Keep an eye out. Gut. Noch mehr Tempelwachposten. Let's go! Und da ist eine riesige Brücke. Ja, da ist der Brückenzugang schon mal. Sollten wir etwas vorsichtiger vorgehen. Ein Verstandsbrecher und ein Schütze. Und Fenris ist zurückgeblieben, oder? Fenris, komm mal hinterher. Ja. Let's go. So, Fenris ist schon da. Und noch einer. Okay, der Eingang ist leichter zu knacken. Right. Gute Donnerbüchse. Ja. Was ist damit? 2 Pfosten, von denen gerissene Seil in die finsteren Abgrund einer großen Höhle baumelt, stehen im Mauerwerk. Auf der anderen Seite gibt es eine leichte Öffnung, wo früher vielleicht eine Brücke gewesen ist. Die Gegend untersuchen. Die Finsternis unter dir erstreckt sich so weit das Auge reicht. Im Abgrund liegen zerbrochene Steinsäulen, Überreste der fehlenden Brücke.
Auf der anderen Seite der Kluft siehst du eine Tunnelöffnung. Weiter. Auf den Stein auf den beiden Seiten der Schlucht ragen Holzbalken heraus, die trotz ihres Alters robust genug für den Einsatz von Endhaken und Seilen aussehen. Zwei Pfosten, von denen gerissene Seile, in den finsteren Abgrund einer großen Hülle bauen, stehen im Mauerwerk, blablabla, Brücke gewesen ist. Ja, das kennen wir schon. Also hier könnte ich theoretisch... Wie viele Enterhaken habe ich denn noch? Hier 4. Dietrich habe ich 40. Okay. I'll get it open. 7 Mechanik. Da gucken wir uns erstmal hier um. Hier, kommen wir irgendwie leichter rein. Oh. Oh, mehr Tempel-Fanatiker. Und ein Kultist. Gut. Du guckst dir mal den Sarg an, genau. Hier ist eine Falle. Und wir haben es sogar mal geschafft, die zu entfernen. So, die Leiche, dann plündern wir nämlich alle drei. Was ist hier? Die Folterbank ist blutverschmiert und voller Fingernägelspuren. Sure. Naja, da liegt auch eine Leiche drauf. Nichts für ungut. Jemand hat diesem Orleaner die Haut abgezogen und die Leiche aufgehängt. Das getrocknete Fleisch ist zäh und ledrig. Okay, wir sollen uns gucken, dass wir uns sputen. Ich hoffe mal, die werte Tochter lebt noch. Die wir hier unten zu finden gedenken. Wow, okay. Ich glaube, wir haben das Nachtlager der Kultisten. Okay, Tempelwachposten. Okay, Fenris legt sich da ganz alleine mit 3 Wachen an. Du heilst Fenris. Das vergesse ich nämlich, dass ich meine Tiere ja auch heilen kann. Okay. Durenz kriegt da einiges ab von dem einen Kultisten. Jetzt nicht mehr. Okay, jetzt ist es Itomark, der nicht mehr so gut aussieht. So, das ist schon mal besser. Du kannst mal die Heilung benutzen. Und jetzt ist da nur der eine Tempelwächter. Ah, Palegina hilft nicht mal mit. Komm. Okay. Ich merke schon, wir kriegen genug Geld zusammen. Light, flame and sound. We'll keep to ourselves. Die Tür kann man einfach öffnen. Okay. Oh, wir sind schon ziemlich weit durchgekommen. Hier waren wir doch nicht. Hier oben waren wir doch nicht. Aber der Tempel ist immer noch riesengroß. Mich würde es trotzdem mal reizen zu gucken. Erst einmal, was auf der anderen Seite von dieser Brücke da ist, die wir bauen könnten. Aber erstmal die Leichen hier noch plündern. Inventur machen wir dann, wenn wir wieder in der Stadt sind. Alter Verliesschlüssel. Dieser Schlüssel ist mit Rost überzogen. Eine Nachricht. Auf diesem Stück Papier steht eine Liste mit Namen, von denen einige durchgestrichen wurden. Idit. Lässt die Fenster der Nacht offen. Kleines Haus am Rand von Flackertal. Higertu, Besucher des
aus Altvailia spricht kein Eteriadisch, sondert sich ab, wird nicht vermisst werden. Tierfest lebt in einem kleinen Lager auf dem Weg nach Stammheim, geht jeden Morgen bei Sonnenaufgang allein spazieren, sollte dann am verwundbarsten sein. Ist das nicht der Typ in der Gerberei oben? Belmis, seine Eltern lassen ihn jeden Gondandag nach dem Tempeldienst alleine. Senlis besucht jeden dritten Volkstag eine Mätresse in Belrach, schnappt ihn auf dem Weg dorthin. Schaut in Goldtal und in Ondras Geschenk nach. Könnte dort noch mehr interessante Parteien geben. Okay. Jonas letztes Tagebuch. Mein Sohn, morgen werde ich zum Bildnis. Morgen werde ich zu Skates Verkörperung auf Iroha. Morgen erstickt mein Meister seiner eigenen Peitsche. Monatelang haben wir uns als geheime Konklave getroffen, um den Niedergang unseres Gutsherrn zu planen. Während wir die Väter bestellt haben, als wären unsere Herzen voll Zufriedenheit. Skeen lehrt uns, mit dem Verstand zu planen, während unser Gesicht unbeteiligt bleibt. Unergründlich gerecht können nur jene kämpfen, die Armeen besitzen. Der stille Sklave ist unser Schleifstein, unser Fokus. Indem wir ihn anbeten, findet unsere Sache Fokus, Klarheit und Möglichkeit. Morgen erstickt mein Meister an seiner eigenen Peitsche. Wenn du das liest, bin ich tot. Ich bete, dass Geld mich nicht aufgibt, weil ich von meinem Plan spreche, doch ein Sohn verdient es zu erfahren, wie sein Vater starb. Denn ich habe mich freiwillig als Bildnis gemeldet. Geld wird in meinen Körper fahren und das einfache Fleisch dieses alten Bauern als Marionette göttlichen Zorns nutzen. Ich wurde rasiert und gesalbt. Morgen früh werde ich nur noch dem Namen nach deinem Vater sein. Meine Männlichkeit wird entfernt, meine Nase und meine Ohren werden entfernt. Meine nutzlosen sterblichen Augen werden durch Feuersteine ersetzt, durch die Skeen die Welt sehen kann. Mein Sohn, es tut mir leid, dass ich dich seit einigen Monaten belogen habe, doch Skeen verlangt Geheimhaltung. Selbst seine Mutter weiß nichts von meinem heimlichen Dienst am stillen Sklaven. Verfluche meinen Namen, wenn du musst, aber weine niemals um mich, denn ich sterbe, um unsere Gemeinschaft zu verbessern und die Korruption unseres Herrn vom Angesicht der Eoras zu tilgen. Morgen wird mein Meister an seiner eigenen Peitsche entsticken. Denn morgen werde ich zum Bildnis. Okay. Noch ein Verrückter. Also ja, deswegen heißen die wohl die... wie hießen sie doch mal? Irgendwas mit Sklaven, was? Scheinbar sind das Sklaven. Sind das Leute, die sich für Sklaven halten, die ihren Herren nicht leiden können. Das erklärt vielleicht auch, warum sie die Adlige entführt haben. Du ziehst auf die Balken der gegenüberliegenden Seite der Schlucht und wirfst einen Enterhaken dann über die Kluft. Er verhakt sich an einem Balken und als du anziehst, gräbt er sich in das Holz hinein. Du prüfst, ob er sicher sitzt, indem du das Seil mehrmals fest anziehst. Das lose Seil bindest du an einem Balken neben dir. Der Weg endet ja am Abgrund auf der anderen Seite der Schlucht. Dein Seil erstreckt sich über die Kluft. Auf die andere Seite gehen. Als du auf die andere Seite gehst, bleibt das Seil unter deinem Gewicht straff, aber jede deiner Bewegungen lässt es vibrieren. Das Echo des Stöhnens und Knarzens der Holzbalken hält im Abgrund wieder. Du gehst langsam und gleichmäßig voran. Du erreichst die andere Seite ohne Zwischenfälle. Das Seil fühlt sich gespannt und sicher an. Haben wir jetzt zufällig einen Enterhaken einbüßen müssen? Ja. Jetzt sind es nur noch 3 Enterhaken, die wir haben. So, die Sachen brauchen wir nicht. Bringt uns eh nichts. If secrets whisper here, I shall listen for them. Oh. Haben wir so eine Art Hintereingang gefunden? Okay, das sind auf jeden Fall ganz schön viele. Deswegen werfen wir mal ein paar Eissplitter mit rein. Dorenz, du sprichst mal ein Verbot. Ja. Be
Sehr schön, wie Phaedra es da gerade zwei Gegner gleichzeitig auffällt. Hm, Durals, du sprichst bei der Heilung.